So, hallo, guten Morgen, liebe Autofreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute sind wir in Osterbeugen unterwegs, am Limes Park in Osterbeugen. Ja, und danach wollen wir schön hochfahren zum Friedhof. Da gibt es nämlich einen Fußweg zu einem Limes Turm, der noch ausgestellt ist. Und dann geht es weiter nach Walldürn, da machen wir den Limes Pfad. Und ja, das wäre dann so ein Thementag heute, wie auf Dreisat immer, ne? Nur halt dieses Mal auf unserem Kanal. Also, viel Spaß dabei, bis gleich. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist die Romina ja heute auch da dabei. Zum Glück, zu zweit ist natürlich doch schöner, wie immer allein, klar, ne? Und wie man ja weiß, ist sie ja Italienerin. Deswegen sind wir heute ein bisschen auf den Spuren der Römer unterwegs. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen was einfangen können. Ich mache hier noch so ein paar wortlose Bilder dann nachher. Auf jeden Fall ist es ja echt cool. Also, viel Spaß weiterhin. Hier im Hintergrund seht ihr so ein Metallgerüst, was an das Römerkastell erinnert. Wenn man da hier durchguckt, weiß man, wenn man hier durchguckt, soll man dann oder sieht man dann diese Bilder, wie das früher ausgesehen hat. Nur mit der Kamera geht es leider nicht, ist ein bisschen blöd. Aber in den Augen kann man schon durchgucken. Also von dem her, wenn ihr Bock habt, geht doch einfach mal nach Osterbeugen in den Limes Park und guckt es euch mal an. Ist schon eine Reise wert, ist echt cool. Ja, eigentlich haben wir ja Hoffnung gehabt, dass heute ein bisschen besseres Wetter ist. Ein bisschen wärmer und sonniger. Aber naja, das Jahr ist verrückt, das wissen wir alle. Von dem her haben wir heute auch wieder tiefstes Winterwetter, obwohl ja schon der, der 20. glaube, 20. März ist. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist Samstag, wir haben Zeit. Wir wollen heute ein bisschen geschichtliche Sachen erkunden. Aber wenn das Römermuseum unten leider zu war, natürlich wie alle Museen, aber trotzdem cool. Das Freilandmuseum, das hat echt was. Wie gesagt, nachher fahren wir noch ein Stück weiter. Das soll noch ein Turm sein. Und wenn es die Map to Fly erlaubt, lassen wir dann auch noch das Dröhnchen kurz hoch. Ne? Jetzt laufen wir aber erst hier nochmal eine Runde, dass ihr noch ein bisschen was von dem Park seht. Und bis gleich. Ja, dass es so kalt ist heute, hätte man auch nicht gedacht. Also echt, dass es ein bisschen wärmer hätte sein können. So, jetzt sind wir hier durch. Jetzt gehen wir wieder zurück ans Auto, fahren dann an den Friedhof hoch und da gibt es einen Fußweg zum Turm. Und da oben ist, glaube ich, auch Flugerlaubnis. Ich schaue noch einmal auf der Map. So, jetzt sind wir hier am Friedhof in Osterbeugen angekommen. Hier geht es dann auch zum Fußweg zum Limes Turm. Ja.
Und hey, wir haben Glück, da vorne ist überall flugfrei. Das heißt, das Phantom geht in die Luft und macht mal einen schönen Rundflug. Und dann gehen wir weiter zum Turm. Also bis gleich und viel Spaß. So, jetzt haben wir die Drohne mal ganz sachte kreisen lassen. Sieht, glaube ich, heute ein bisschen besser aus als sonst immer. So ein bisschen unter Kontrolle haben wir sie mittlerweile. Aber sowas braucht auch viel Übung. Also von dem her, wenn ab und zu mal ein Fehler passiert, verzeiht mir das bitte. Ich bin noch blutiger Drohnenanfänger. Aber es macht Spaß, es ist echt geiles Ding. Also jeder, der mit dem Gedanke mal gespielt hat, sich sowas zuzulegen, immer noch hin und her überlegt. Ich habe auch lang genug hin und her überlegt, aber kauft sie euch einfach echt ohne Scheiß. Macht's einfach. So, jetzt sind wir hier an dem Turm angekommen. Ist gar nicht so spektakulär, wie ich eigentlich gedacht habe, aber ja, die Drohne noch mal kurz steigen lassen. Und ja, jetzt gehen wir dann weiter nach Walldürn zum Limes-Pfad. Ist so ein 2 Kilometer langer Lehrpfad, den ich auch mal als Handyvideo aufgenommen habe. Das war aber nicht so toll. Das machen wir schon mal mit der richtigen Kamera und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Sehen wir uns gleich in Walldürn. Ne? Bis dann, ciao, ciao. So, und hiermit herzlich willkommen in Walldürn. Jetzt haben wir gerade hier geparkt, sind auf dem Parkplatz zum Limes-Lehrpfad. Und jetzt machen wir den Limes-Weg-Wanderung. 5,9 Kilometer sind es, haben wir geplant. Wobei der Lehrpfad sich nur 2 Kilometer streckt. Der Rest ist dann einfach nur ein normaler Wanderweg. Und das starten wir jetzt. Viel Spaß.
So, hier links und rechts von dem Weg kommen jetzt dann so ein paar konservierte Gemäuer von diesen ehemaligen Limes-Wachtürmen. Und ja, viel hat man zwar nicht zu sehen, aber ein bisschen was ist schon da, wo wir euch zeigen können. Und ganz am Schluss von diesem Lehrpfad, von diesen 2 Kilometern, ist dann so noch so eine kleine Wand aufgebaut, wie am Anfang auch schon war, mit solchen Holzstämmen so auf die Art. Und ein paar Schilder sind noch verteilt, muss ich durchlesen kann, wenn man will. Wenn es euch interessiert, was da alles draufsteht, ich lese es euch nicht vor. Kommt doch einfach mal selber her und lauft diesen Pfad ab. Wenn es geht im Sommer, dann friert er nicht so arg, weil es schon wieder ziemlich kalt heute. Aber auf jeden Fall zeigen wir euch jetzt ein bisschen was von dem Pfad. Und ja, es ist trotzdem eine schöne Wanderung, eine schöne Luft, alles cool. Macht schon Spaß hier. So, das sind hier die Überreste vom ehemaligen Wachtposten Lindig Süd. Davon gibt es aber noch ein paar. Ich glaube noch 3 Stück oder 4. Und dann kommt am Schluss noch ein größeres Mauerrestwerk irgendwie. Ja, lasst euch überraschen. So, hier stehen wir jetzt vor dem Wachtposten Lindig Nord und auf den Schildern steht auch drauf, dass die Wachtposten nie weiter als 400 Meter voneinander entfernt waren, damit sie sich gegenseitig sehen konnten. Ne? Ist eigentlich auch ein ganz gutes System. Also von dem her haben die Römer damals alles richtig gemacht. So, hier hinter mir war mal der Wachtposten Großer Wald, von dem aber nichts mehr zu sehen ist. Aber die Konturen sind ausgehoben worden, von dem her kann man also im Prinzip sehen, wo der mal war, aber Gemäuer ist keins mehr vorhanden. Aber wie gesagt, wenn ihr es mal sehen wollt, kommt das selber her, geht diesen Weg ab, es sind nur 2 Kilometer und dann könnt ihr die Schilder auch lesen. Ich habe mir die ganze Zeit gehofft, dass sich das hier der Schnee für dieses Jahr endlich erledigt hat, aber wie man sieht, blöderweise immer noch nicht. Ne? Aber nächste Woche soll der Frühling ja kommen, zumindest mal so ab Dienstag, Mittwoch. Und heute ist ja kalendarischer Frühlingsanfang, dann hoffe ich mal, dass jetzt auch so langsam was passiert. Ach, wie geht's denn euch? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Thank you.
So, jetzt sind wir hier angekommen am Wachtposten-Steinernes Haus. Das sind die konservierten Überreste hinter mir. Und da ist, wie gesagt, diese Wand, wie sie früher mal war, diese nachgebaute, aus diesen halben Baumstämmen. Wobei wir jetzt auch am Ende des Lehrpfades schon wieder sind, ne? Weil da geht dann nur 2 Kilometer. Diese Rundwanderung, die wir jetzt machen, geht 5,9. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt noch so alles sehen, weil alles weitere habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir ja auch noch mal unser Phantom in die Luft lassen und mal kurz kreisen lassen. Schauen wir mal. Bis gleich. Also nach diesem Lehrpfad besteht diese Rundwanderung nur noch aus matschigem, langweiligem Waldweg. Also da ist links und rechts nichts mehr Besonderes. Also Wanderung in dem Sinn, naja, es ist spazieren gehen im Wald. Aber ja, von dem her, die ersten 2 Kilometer dieser Lehrpfad ist vielleicht auch für Kinder interessant oder so, aber dass man jetzt da 200, 300, 400 Kilometer herfährt, nur um so eine Wanderung zu machen, das ist natürlich Schwachsinn. Aber wir wohnen ja hier in der Ecke, nicht weit weg. Und deswegen kann man das ja mal so als Tagesausflug machen. Ne? Auf jeden Fall wird es bestimmt ein schönes Video. Die Aufnahmen heute waren, glaube ich, echt nicht schlecht. Und ja, vielleicht sehen wir ja noch was Interessantes, bis wir im Auto sind. Dann nehme ich das noch geschwind auf. Und wenn nicht, sehen wir uns wieder am Auto. Und dann verabschieden wir uns auch von euch nachher. Aber wir melden uns nochmal. Bis gleich. So, da wir jetzt auch gleich wieder am Auto angekommen sind, kann es nur noch ein paar Schritte handeln, werde mal an dieser Stelle das Video jetzt auch wieder beenden. Wie gesagt, nach diesem Lehrpfad war interessant, war einfach nur eine Rundwanderung im Wald. Ja, trotzdem schöner Tag, auch wenn es arschkalt war. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gebt uns einen fetten Daumen hoch, gebt uns ein schönes Abo, würde mich sehr freuen. Und dann freuen wir uns auf nächstes Mal. Bis bald. Ciao, ciao.